Let the dogs out. Liebe Handballfreunde, Samstag 18 Uhr. Eigentlich wäre heute wieder Heimspiel, und zwar das letzte dieser Saison. Ich glaube gegen Plauen Oberlosa. Ja. Leider kann es nicht stattfinden, ihr wisst alle warum, aber ihr kennt uns, wir lassen uns da jetzt nicht lupen. Wir machen jedes Wochenende eine kleine Aktion für euch hier bei Facebook. Heute das Trainergespräch mit unserem Spielertrainer Alexander Matschos. Da ist er. Hallo, schönen Gruß nach draußen. Guten Tag. Und um den Abstand in den aktuellen Zeiten zu wahren, haben wir wieder unseren Distanz-Dachs dabei. Guten Tag, Distanz-Dachs. So, wir fangen an mit unseren Fragen an unseren Trainer Alexander Matschos. Alex, die Saison wird wahrscheinlich nicht beendet werden. Meine Frage an dich, was denkst du, wird nochmal zu Ende gespielt oder wird die Saison abgebrochen? Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt sagst, du rechnest damit, dass die Saison beendet wird. Das ist für dich auch die beste Lösung, weil es ja zeitlich knapp wird, weil die Hallenkapazitäten wahrscheinlich nicht reichen und weil ohne Publikum zu spielen auch eigentlich keinen Sinn macht. Ja. Gut, nächste Frage. Die neue Saison 2021 soll dann im September starten. Die Frage wäre, wie denkst du, dass die Saison losgehen kann? Ich gehe mal davon aus, dass du sagst, du hoffst sehr, dass nach den Großveranstaltungen, die im September wieder erlaubt sind, dann auch die HSG wieder Heimspiele und Auswärtsspiele vor Publikum bestreiten kann? Ja. Noch eine Frage zur aktuellen Saison, die ja tatsächlich noch läuft. Wie bist du denn zufrieden mit dem Abschneiden bisher und wie denkst du, hättet ihr die Saison zu Ende gespielt? Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt sagst, gut, es war eine Verschmackssaison, aber ihr hättet die letzten Spiele benutzt, natürlich, um noch einen positiven Abschluss zu schaffen. Ja. Gut, eine Frage noch zur Kaderplanung. Ihr habt trotz Spielpause natürlich am Kader zu basteln für die neue Saison. Wie weit seid ihr da? Ich gehe mal davon aus, dass du sagen wirst, ihr seid mitten in der Planung, ihr lasst euch durch die Pause natürlich da auch nicht beirren. Ihr habt natürlich ein paar Abgänge zu verkraften, aber einige Neuzugänge sind schon da, im Weiteren arbeitet ihr. Ihr seid aber sehr positiv gestimmt, dass ihr mit einem sehr starken Kader in die neue Saison gehen könnt. Ja. Gut. Danke dafür. Ja, Corona lässt leider keinen Handball zu, Alex. Wie geht es dir damit? Fehlt dir Handball? Fehlt dir die HSG Freiberg? Definitiv nicht. Also, wie man so die letzten Spiele gesehen hat, ist da kein Feuer mehr. Bei uns war das gegen das Tiro schon gesagt. Und die Zeit kann ich sinnvoller nutzen, als wenn ich wieder Ansprache mache vom Spiel. Die Jungs gucken mich an, wie das erste Auto. Und die Fans, ja, die Fans, da war auch schon mal mehr vor vielen Jahren. Das ist schon eine schöne Enttäuschung. Da muss ich jetzt meine Frau. Die kann mich jetzt im Haushalt mehr einspannen, Terrasse vorbereiten, mal streichen, was halt auch mal schön ist. Die wichtigen Sachen im Leben. Ne? Genau. Ich weiß auch, bei den Fans sind viele Trommeln immer kaputt gegangen, die repariert ja irgendwann inzwischen. Geht alles in Bach runter. Hättest du denn saisontechnisch gedacht, die letzten Spiele waren ja schon unterirdisch, dass ihr den Klassenerhalt noch geschafft hättet oder hättet euch Corona jetzt? Im Endeffekt haben wir uns gewonnen. Im letzten Spiel, die wir verloren haben, denke mal, diese negativen Trends hätten wir auch im letzten Spiel beibehalten. Und dann wären wir, denke ich mal, noch unter den Strich gepusht. Ja. Jetzt schon bitter. Und macht es denn so überhaupt noch Sinn, für die nächste Saison zu melden? Oder sollten wir das lieber lassen? Ja, stimmt. Mit dem Kader, den wir momentan haben, wären wir nichts chancenlos. Da muss man schon umschauen, dass wir noch ein paar Verstärkungen bekommen. Wie gesagt, noch was dazu. Mit Steini zum Beispiel oder bei Gerd mal fragen, dass man da ein bisschen Qualität in Kauf bekommt, die auch Bock haben, sich zu betätigen und ein bisschen mehr zu investieren. Hart, aber wahr. Ja, Alex, die Friseure haben alle geschlossen. Wie gehst du damit um? Wie geht's dir damit? Puh, du bist eine Frage, die beschäftigt mich schon seit Wochen, was man dann so und wie man sieht, sieht die echt scheiße aus. Ja.
Ja, Alex, die Frage nach dem Trainerteam für die kommende Saison steht natürlich noch. Bleibt alles dabei? Bleiben alle Trainer? Wir haben lange darüber debattiert und gibt es eine Entscheidung zu verkünden, dass Andreas Thiessen schon dabei ist. Toll. Ja, Alex, wir sitzen jetzt andersrum. Stört dich das irgendwie? Nö, nee, eigentlich nicht. So. Siehst du auch zwei Dachse? Ja. Krass. Ja, jetzt kein Spiel, kein Training. Was machen denn deine Spieler in dieser Zeit? Ich habe gehört, die halten sich alle schön zu Hause fit. Das ist dein Ernst? Ach, oh, das glaubst du doch selber nicht.